Also gut, ich nehme das schwere Ding mit. Hey! Ich habe noch was vergessen. Ich sollte erstmal die Wache ablenken. Das Gepolter wäre schon sehr auffällig. Entschuldigung. Was ist jetzt schon wieder? Sind Sie ganz alleine hier? Ich meine, wer hält denn diese strategisch wichtige Position, wenn Sie mal aufs Klo müssen? Ich kann hier nicht einfach weg. Nur alle paar Stunden mal und dann mache ich den Laden dicht. Was glaubst du denn? Und Sie können nicht einmal zwischendurch eine Zigarette rauchen? Nope. Hab aber eh aufgehört. Viel schlimmer ist, dass ich nichts zu saufen hab. Sie trinken Alkohol während der Arbeit? Natürlich nicht. Eine Limo oder sowas meine ich. Ich hab meine Flasche heute im Auto vergessen. Und bis zur ersten Pause ist es noch hin. Und jetzt hab ich Brand. Das Leben ist hart. Soll ich hier vielleicht so lange warten, bis Sie Ihre Limo geholt haben? Das könnte dir so passen. Nicht hier. Der Wachmann sitzt direkt dort drüben und ich glaube nicht, dass er es gut heißt, wenn hier Krankenhausbesucher mit einer Spritze rumhantieren. Ich habe etwas vom Abführmittel in die Spritze gezogen. In Ordnung. Das Abführmittel ist in der Sodaflasche. Hey, Chef! Lust auf eine Flasche Soda? Was willst du dafür? Nichts! Du gibst mir einfach so eine Soda. Als freundliche Geste sozusagen. Genau. Das ist sehr nett. Vielleicht kannst du mir noch einen Gefallen tun. Könntest du kurz hier Wache halten? Ich bin gleich wieder da. Ich dachte, Sie dürfen Ihren Arbeitsplatz nicht verlassen. Ist ein Notfall. Bin gleich wieder da. Warte hier. Okay. Kein Problem. Was war das denn? Seltsam. Naja, weg ist er. In Ordnung. So kann ich das Gewicht von Fuller samt Bahre ermitteln.
158 Kilo. Fragt sich nur, wie viel davon bare und wie viel voller ist. Ich habe schon das Gewicht von Fuller und der Bahre ermittelt. Ich habe es in mein Notizbuch geschrieben. Schauen wir mal. Die Bahre wiegt etwa 24 Kilogramm. 158 für Fuller mit Bahre minus 24 für die Bahre sind 134 Kilogramm. Das ist Fullers Gewicht und das muss ich auf die Waage stellen. Etwas mehr vielleicht. Immerhin trug er keine Kleidung und hat viel Blut verloren. Ich selber wiege mit Kleidung knappe 90 Kilo. Fehlen mir also noch rund 45 Kilogramm, die ich mit auf die Waage stellen muss. Im Keller sollte sich da schon etwas finden lassen. Keine Bewegung! Was zum... Ich wollte nicht... Was wolltest du? Mich vergiften, was? Aber nicht mit mir. Ich? Sie vergiften? Wie kommen Sie? Kein Mensch hat mir jemals etwas zu trinken angeboten. Und ausgerechnet einer wie du holt mir eine Soda. Naja, ich dachte, Sie wären durstig. Ein Junkie bist du. Willst hier Medikamente stehlen, was? Oder Geräte, um sie zu Geld zu machen? Blödsinn. Ich... Die Soda ist vergiftet, stimmt's? Sie ist jetzt im Labor. Und wenn sich herausstellt, dass du mich vergiften wolltest... Naja, vergiftet... Dafür wanderst du in den Knast, du Terrorist! Und da hattest du Sehnsucht nach deinem alten Chef und wolltest dich von ihm verabschieden, hm? So ungefähr. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Einbruch, Diebstahl. Dafür können wir dich einlochen. Einbruch und Diebstahl? Laut dem Wachmann bin ich ein gemeingefährlicher Top-Terrorist. Ach, er hat dich beim Herumschnüffeln erwischt und das ist schlimm genug. Ich verstehe, dass du deiner Freundin helfen willst, aber das tust du mit solchen Aktionen nicht. Wenn das rauskommt und Dick wird dafür sorgen, dass bis morgen jeder in der Stadt von seiner Heldentat weiß, dann wird es aussehen, als wolltest du Beweise verschwinden lassen oder etwas in der Art. Darf ich jetzt gehen? Darren, ich bin nicht gegen dich. Aber halte deine Nase raus aus dieser Sache. Wenn wir dich nochmal beim Herumschnüffeln erwischen, wanderst du in den Knast. Kapiert? Verstanden. Und jetzt verschwinde. Ich muss Dick beruhigen und ihm klarmachen, dass der Junge harmlos ist. Und ich werde da weitermachen, wo ich aufgehört habe. An Fullers Geheimtür. Mir fehlen rund 45 Kilo zusätzliches Gewicht. Das sollte nicht das Problem sein. Zusammen mit meinem Gewicht müsste das auf ein paar Kilo genau hinkommen. Ich denke, das ist exakt genug. Jetzt könnte es klappen. Das ist es. Endlich. Ich räume den Krempel wieder weg. Die Tür ist ja offen. Irgendwo muss doch... Ah, hier. Oh mein Gott.
Der Metallspind sieht sehr alt aus. Vielleicht stand er früher mal in irgendeiner Schule oder einem Sportverein. Der Metall... Der Schrank ist verschlossen. Aber es gibt kein Vorhängeschloss und auch kein Nummernschloss in der Tür. Es muss irgendein anderer Mechanismus sein. Mehrere kleine Fläschchen mit K.O.-Tropfen. Das ist... Oh Gott! Die habe ich abgeholt. Volles Paket! Es hat geklimpert! Damit will ich nichts zu tun haben. Was wäre wohl geschehen, wenn er noch etwas von dem Zeug gehabt hätte, als Angelina hier gewesen war? Hätte er... Hat er sie vielleicht angerufen? Wollte er sie heute Nacht hierher locken und sie... Sie könnte sich gewehrt haben und ihn... Aber dann wäre es Notwehr gewesen. Das hätte Angelina der Polizei doch gesagt. Komm schon, konzentrier dich. Angelina hat damit nichts zu tun. Das Bett hat einen Metallrahmen und eine durchgelegene Matratze. Sie ist fleckig, schimmelig. Kein Laken, kein Kissen. Nur diese versiffte Decke. Ich möchte nicht wissen, was sich hier abgespielt hat. Ich befürchte nur, ich weiß es. Ein Fotostativ. Ein älteres Modell als oben im Laden, aber es hat das gleiche Halterungssystem. Es ist für Fullers Fotoapparat. Er hat es aufgenommen. Dieses Schwein hat alles auf Video festgehalten. Auf diese Art und Weise hatte er noch länger etwas davon. Und... Er hatte Beweise. Keine Kassette in der Kamera. Auf den Pfosten des Bettes gibt es diese golden glänzenden Kugeln. Das müsste Messing sein. Das geht tatsächlich. Die Kugel steckte einfach im Rohr des Bettpfostens. Nicht genug, dass Fuller seine Opfer betäubt hat. Er hat sie auch noch gefesselt und vermutlich sein perverses Vergnügen daraus gezogen, dass sie ihm ausgeliefert waren. Unheimlich. Der Vorhang sieht aus, als hätte Fuller ihn seiner Mutter geklaut. Altmodisches Design, aber besser in Schuss als alles andere hier. Was haben wir denn da? Eine Metallplatte, die in die Wand eingelassen wurde. In der Mitte der Platte gibt es eine sechseckige Vertiefung. Irgendetwas ist geschehen. Offen ist er, aber ich kann mich nicht darüber freuen. Ich will nicht sehen, was auf diesen Fotos ist. Auf diesen Bildern ist nur Mrs. Biber zu sehen. Aber es könnte auch noch Bilder von anderen Frauen geben. Und damit viele Leute mit einem Motiv. Zusammen mit dem Erpresserbrief muss das die Polizei einfach überzeugen. Fuller war ein Erpresser und Schlimmeres. Es muss Dutzende Leute geben, die ihn tot sehen wollten. Dutzende Leute mit einem Motiv. Im Gegensatz zu Angelina. Damit bekomme ich sie aus dem Knast. Hm.
Das ist wirklich interessant. Abstoßend ist das. Und ein verdammt gutes Motiv, oder? In der Tat. Aber die Bybers müssen nichts mit dem Mord zu tun haben. Natürlich nicht. Ich schätze, ihre Leute werden noch mehr in Fullers Geheimraum finden. Und damit haben sie haufenweise Verdächtige. Alle mit einem guten Motiv. Ich habe schon einige Leute hingeschickt. Aber all das hier sagt auch nicht aus, dass es nicht Miss Morgan war. Aber sie hatte kein Motiv. Doch, hatte sie. Das ist er! Das ist der Typ, der mich verfolgt hat! Schön, dass Sie gekommen sind, Mr. Reginald Boris ist mein Name, Inspektor. Ich bin Privatdetektiv aus England. Ich schätze, ich kann einiges zur Aufklärung dieses Falls beitragen. Das hören wir gern. Wir haben in der Tat einige Fragen an Sie. Zum Beispiel, warum Sie Angelina in eine Falle gelockt haben. Mr. Michaels. Die entscheidende Frage dürfte doch das Warum sein. Warum hat Miss Morgan den Fotografen Fuller ermordet? Nun, ganz einfach. Auch sie wurde von ihm fotografiert. Wie Sie sehen, nicht ganz so freizügig wie die anderen. Aber ich habe auch nicht alle Fotos. Ihre Leute dürften weitere Aufnahmen finden, die jeden Zweifel beseitigen. Das sind meine! Diese Bilder habe ich von Angelina geschossen, gestern Nachmittag! Beruhigen Sie sich. Was wird hier gespielt? Das fragen Sie lieber ihn. Er muss diese Bilder aus Angelinas Hotelzimmer gestohlen haben. Diese Bilder haben mit der Sache nichts zu tun. Es ist dasselbe Fotopapier wie bei den anderen. Und ich habe sie von Fuller erhalten. Er sagt, er hätte noch viel mehr. Lüge! Das werden wir sehen. Darren, gehen Sie an die frische Luft. Beruhigen Sie sich. Mr. Boris, kommen Sie bitte mit mir. Es gibt einiges zu bereden. Aber selbstverständlich. Und Angelina? Die bleibt, wo sie ist, bis wir dieses ganze Durcheinander geklärt haben. Aber... Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Guten Tag. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wissen Sie, ich glaube Ihnen. Mit Fuller hatten Sie recht. Und mit diesem Reginald stimmt etwas nicht. Dann gehen Sie da rein, verhaften ihn und lassen Miss Morgan endlich frei. So einfach geht das nicht. Aber es wird sich alles aufklären. In ein paar Tagen wird alles geklärt sein. Bis dahin sollten Sie einfach abwarten und Ihre Mutter besuchen. Abwarten? Ein paar Tage? Und diesem Schuft Zeit geben, sich neue Beweise zu beschaffen? Nee. In ein paar Tagen hat er ihr den Kennedy-Mord in die Schuhe geschoben. Ich werde herausbekommen, was er für ein Spiel treibt. Gut, aber seien Sie vorsichtig. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Sie sind schon in Fullers Haus eingebrochen. Wenn Sie sich bei sowas erwischen lassen, sind Sie dran. Dann sollten Sie sich lieber von mir fernhalten. Er kann die Bilder nur aus Angelinas Zimmer im Hotel haben. Dort sollte ich mich umsehen, auch wenn das der Polizei nicht gefallen dürfte. Verschwindet, ihr verdammten Viecher! Runter von meiner Veranda! Die Möwen scheinen die Veranda ebenso gerne zu haben wie der Hotelbesitzer. Thank you.
Wie das gesamte Hotel. Sehr gepflegt und spießig. Alles sehr sauber und ordentlich. Kein Wunder, dass der Typ keine Möwen auf seiner Veranda haben will. Ich vermute, dass jemand etwas Essbares auf der Veranda hat liegen lassen. Und dann haben sich die Viecher sofort draufgestürzt. Ich drücke mal ein bisschen drauf rum. Das hätten wir. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 5. Was ist denn das? Ein Mikrofon. Ein Abhörgerät. Dieses Schwein hat Angelina verwanzt. Das Ding ist nicht verkabelt. Es muss einen kleinen Funksender haben. Aber so ein winziger Sender hat auch keine große Reichweite. Das hieße, irgendwo in diesem Raum müsste ein Verstärker oder ein stärkerer Sender zu finden sein. Den sollte ich unbedingt sicherstellen. Ein Abzugsschacht könnte ein gutes Versteck für ein Funkgerät sein. Das Loch führt vermutlich hoch bis zum Dach. Hab ich's doch gewusst. Ein Funkgerät? Die Wanze brauchte nur über ein paar Meter Funken. Und dieses leistungsstärkere Gerät hat die Signale verstärkt und wer weiß wohin gesendet. Schöne Arbeit. In der ganzen Region gab es früher fähige Handwerker. Sie brachten Erfahrungen und Entwürfe aus Europa mit und versorgten von hier aus die Staaten. Mein Geschmack ist es nicht. Und ich kann auch nichts entdecken, was mir weiterhelfen würde. Gestern Abend im Diner hat sie nur Alkoholfreies getrunken. Angelina kann mit Alk wohl so wenig anfangen wie ich. Ansonsten ist da nichts mehr. Wo kommen Sie her? Was fällt Ihnen ein? Sie können hier doch nicht einfach so durch die Zimmer laufen. Das hier ist ein diskretes Familienhotel. Wo ist der Schlüssel für Zimmer 5? Miss Morgans Zimmer, den haben Sie. Ich... Geben Sie ihn sofort her, wenn das die Polizei erfahren würde. Um Himmels Willen! Und jetzt raus! Lassen Sie sich hier nie wieder blicken! Wenn Sie... Raus! Mann, war der sauer. Egal. Ich habe alles, was ich wollte und ich muss wohl kaum nochmal ins Hotel.
Was ist mit meinem Dia-Projektor? Keine Angst, ich hab ihn hier. Ist er kaputt? Nein, aber alt und schäbig wie immer. Wofür brauchen Sie eigentlich den Projektor? Sie sind blind. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Kennen Sie diesen Mann hier? Willst du mich verarschen? Oh, sorry. Die Polizei sucht einen Mann namens Reginald Boris. Er hat sich gestern in einer Seitengasse neben Ihrem Laden versteckt. Haben Sie davon etwas mitbekommen? Wenn ich so einen Strolch bemerkt hätte, hätte er etwas zu hören bekommen. Das glaube ich. Haben Sie gehört, was mit Fuller passiert ist? Klar, die Polizei war hier. Wollte wissen, ob ich etwas gehört habe. Haben Sie? Ich habe Ohren wie ein Luchs. Aber es hat geregnet. Und wenn der Regen auf das Blechdach unter meinem Fenster knallt, höre ich nichts anderes mehr. Die Polizei hält eine Unschuldige gefangen. Soll vorkommen. Ich werde beweisen, dass sie unschuldig ist. Ist sie so hübsch? Sie ist verdammt hübsch. Aber deswegen tue ich es nicht. Schon klar, einer 60-jährigen, gerunzeligen Schachtel hättest du natürlich genauso geholfen. Ist letztlich aber auch egal. Die Starken müssen den Schwachen helfen. Es ist deine Pflicht, sie da rauszuholen. Helfen Sie mir dabei? Wenn ich kann. Sie sind doch Experte für Funkgeräte, oder? Könnten Sie mir sagen, was das hier ist? Wer zum Teufel? Darren! Können Sie mir helfen oder nicht? Es ist wichtig. Und das ist ein einfacher Funksender. Ziemlich billig. Schrott aus Asien. Ich habe das Ding in einem Lüftungsschacht im Hotelzimmer einer jungen Dame gefunden. Welche Reichweite hat denn so ein Teil? Nicht weit. Wenn es in einem Raum benutzt wird, ein paar Meilen bestenfalls. Und wo der Empfänger ist, kann man nicht herausfinden, oder? Das hilft mir alles nicht weiter, verdammt. Ich kenne eigentlich alle Funker in der Gegend hier. Und keiner von denen würde so ein Ding im Zimmer einer Dame verstecken. Aber? Aber ich habe gestern Abend einen seltsamen Morsespruch abgefangen. Langwelle, kurz nach 1800. Jemand Neues. Er hat etwas von einem Mädchen berichtet, das jetzt in Sicherheit wäre. Und er hat angekündigt, dass er sich heute um 1800 erneut melden würde. Das könnte Reginald Boris gewesen sein. Ein Ausländer? Ja. Und außerdem vielleicht der Mörder vom alten Fuller. Und jemand, der einer Unschuldigen den Mord in die Schuhe schieben will. Und du willst das verhindern? Vielleicht steckt doch ein Funken Anstand in dir. Können wir Reginald aufspüren, wenn er um, 1800 wieder funkt? Natürlich! Mit Richtantennen, ich habe eine hier. Eine zweite müssen wir bauen. Dann peilen wir den Genossen von zwei Punkten aus an und bang, haben wir ihn. Was brauchen Sie dazu? Lass mich überlegen. Ein Radio habe ich hier, das können wir benutzen. Dann brauche ich noch ein Metallrohr. Kupferdraht, mindestens einen Meter. Und du brauchst Kopfhörer und einen Kompass, um genau peilen zu können. Bring mir die Sachen her und ich baue den Peilempfänger. Beeilung! Es ist nicht mehr viel Zeit bis 1800. Wegen 1800, das ist 6 Uhr abends, oder? Oh mein Gott. Die dürfte genau richtig sein für den Peilsender.
Also schön. Es geht nicht anders. Ich brauche das Kupferkabel. Ich schneide die Plastikummantelung ein und ziehe sie vorsichtig ab. Und schon habe ich einen schönen Kupferdraht. Ich leihe sie mir nur aus. Also schön. Ich brauche den Kompass. Da kann ich keine Rücksicht auf das Fernrohr nehmen. Hier sind alle Sachen für den Peilempfänger. Sehr gut, ich baue ihn gleich zusammen. Aber erstmal die Theorie. Du nimmst den Empfänger und gehst runter zur Küste, ungefähr zum Hotel. Dort schaltest du das Radio ein. Ich stelle dir alles ein, funde da ja jetzt nicht dran rum. Dann drehst du die Antenne langsam und hörst, wo die Morsesignale am lautesten sind. Schau dann auf den Kompass und schreib die Gradzahl auf. In Ordnung. Ich mache dasselbe hier mit meinem Empfänger. Dann tragen wir die Peilungen hier in dieser Karte ein. Dort, wo sich die Linien kreuzen, sitzt der Sender. Alles klar? Jawohl, Sir! Gut, jetzt lass mich mal machen. So, dann schauen wir mal. Das hätten wir. Zurück zum Trödelladen. Und? Hast du eine Peilung? Jawohl, Sir. Peilung bei 73 Grad. Sehr gut. Meine Peilung ist 90 Grad. Los, zeichne die Peilungen ein. Mal sehen. Ihr Laden ist hier. Und Sie hatten eine Peilung von 90 Grad. Ich war ungefähr hier. Und meine Peilung war... Dieser verdammte... Natürlich! Was ist? Ein Boot! Dieser Hundesohn hat ein Boot! Deswegen kennt ihn hier niemand und die Polizei hat ihn nicht gefunden. Die Linien kreuzen sich einige hundert Meter vor der Küste. Etwa 2 Meilen in östlicher Richtung. Gute Arbeit. Du brauchst ein Boot. Ich habe bei einem der Hummerfischer noch einen gut. Du kannst seins benutzen. Und was soll ich damit? Rausfahren natürlich! Und mir mit Reginald Boris einen Kampf auf seinem Schiff liefern? Hast du die Nachricht nicht gehört? Er will heute Abend noch mal in die Stadt kommen und nach dir Ausschau halten. Das hat er gefunkt? Das, muss mir entgangen sein. Na los! Es gibt nicht viele Gelegenheiten, ein Held zu sein. Vor allem traue ich der Polizei nicht.
Ich werde die Beweise für Angelinas Unschuld selber besorgen und dieses Mal wird alles hieb- und stichfest sein. Rettungswesten, Rettungsring, ein paar Seile, eine Boje und ein Kanister Benzin. Nichts, was ich zurzeit gebrauchen kann. Ich kenne mich mit Segelbooten nicht aus, aber dieses Ding nennt man, glaube ich, Querbaum. Das ist das Ding, das unachtsame Leute an den Kopf bekommen und dann über Bord gehen. Ich kenne mich mit Segelbooten nicht aus. Ein ziemlich schwer aussehendes Holzpaddel. Wozu braucht man denn sowas auf einem Segelboot? Der Schrank sieht aus, als bestünde er aus Wurzelholz. Dürfte sich aber nur um eine dünne Verkleidung handeln. Alles andere wäre zu schwer und zu teuer. Einige Seekarten, Werkzeug, Schrauben und ein Messgerät und... Aha, ein Schlüssel. Die Lampe ist an der Decke festgeschraubt. Würde sie einfach irgendwo rumstehen, könnte sie bei schwerem Wellengang umgeworfen werden. Ein gerahmtes Blatt Büttenpapier. Es ist in kaum lesbarer Schrift beschrieben und da sind wild irgendwelche Striche über das Bild gemalt. Unten steht der Weg ins Eldorado. War das nicht in Südamerika? Unten steht... Mal sehen. Wow, das ist das Neueste vom Neuen. Was haben wir hier? Ein Ordner namens Willow Creek. Das gibt's doch nicht. Warum zum Teufel hat Reginald Boris Bilder von einem Ort auf seinem Computer, aus dem meine Mutter regelmäßig Geld erhält? Irgendetwas sehr Seltsames geht hier vor. Ich nehme ihn nachher mit. Aber erst einmal brauche ich weitere Hinweise, was hier eigentlich gespielt wird. Was verbindet Boris mit diesem Willow Creek? Und was hat meine Mutter damit zu tun? Eine Mappe aus Karton. Sie sieht noch recht neu aus. A. steht da drauf. Vorne in der Mappe liegt eine kleine durchsichtige Folie mit Strichen. Seltsam. Ich nehme sie mit. Was haben wir noch? Fotos von Angelina. Einige sind deutlich älteren Ursprungs. Auf diesem hier kann sie höchstens 13, 14 Jahre alt sein. Und hier ist sie als Kind. Eine Notiz. New York, Boston. Vielleicht ist das ihre Reiseroute. Das beweist, dass Boris schon länger hinter ihr her ist. Ich stecke die Mappe ein. Das sind Fotos von mir. Alle von gestern, wie ich durch die Stadt gehe. Hier komme ich aus dem Shop. Hier gehe ich zum Hotel. Und hier? Hier sitze ich mit Angelina im Diner. Das Bild wurde durch die Scheibe aufgenommen. Dieser Reginald muss die ganze Zeit auf der Lauer gelegen haben. Ich stecke sie ein, auch wenn sie mir vermutlich nicht weiterhelfen werden. Das Bild zeigt ein großes Segelschiff bei stürmischem Seegang. Seefahrerromantik. Da sind Scharniere an einer Seite des Rahmens. Ein Tresor. Hoffentlich mit einigen Antworten. Hier ist eine Windrose, die man drehen kann. Ich schätze, das Prinzip ist dasselbe wie bei Fullers Tresor. Nur leider habe ich diesmal kein Stethoskop dabei, um die Mechanik zu hören.
Nichts. Ein aufklappbarer Sitz mit Schloss. Das Schloss dürfte zwar nicht außergewöhnlich stark sein, aber ein Problem ist es trotzdem. Ohne den Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Aha. Das dürfte der Stromgenerator des Schiffes sein. Ich schätze, normalerweise werden die Batterien an Bord einfach per Kabel im Hafen aufgeladen. Vermutlich ist der Generator nur für Notfälle gedacht. Besser nicht jetzt. Ein gerahmtes Blatt Büttenpapier. Es ist unten steht... Das könnte passen. Mal sehen. Die Folie passt perfekt. Sie zeigt einen Weg um die Südspitze von Afrika. Die Reiseroute ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Das war die richtige Kombination. Aha. Ein Ring mit einem auffälligen Symbol drauf. Sieht irgendwie keltisch aus. Ein Baum oder sowas. Das hilft mir aber nicht weiter. Eine 3,5 Zoll Diskette. Beschriftet ist sie mit Biddeford und dem Datum von heute. Das sieht schon eher nach einem Hinweis aus. Ich sollte mir den Inhalt gleich hier ansehen. Wenn die Diskette keine entscheidenden Informationen enthält, muss ich halt weitersuchen. Aber so oder so sollte ich mich beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Boris an Land bleiben wird. Ich nehme ihn nachher mit. Aber erst einmal brauche ich weitere Hinweise, was hier eigentlich gespielt wird. Was verbindet Boris mit diesem Willow Creek? Und was hat meine Mutter damit zu tun? Mist, was ist denn jetzt los? Der Akku ist leer.
Und auf dem Schiff ist kein Strom. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Aha, völlig trocken. Ich muss Sprit nachfüllen. Hier war doch irgendwo... Ja, ein Benzinkanister. In Ordnung. Bereit für den nächsten Versuch. Sehr gut. Aber auch ziemlich laut. Hoffentlich hört niemand das Geräusch an Land. Mal sehen, ob der Inhalt der Diskette ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Akte Mrs. Michaels? Was zum... Miss Rebecca Michaels. Verbrennungen zweiten und dritten Grades an Händen, Armen und Beinen. Rückenfraktur, angebrochene Halswirbel. Blablabla. Aufgrund einer Sturzverletzung? Dieser Eintrag ist von 1973. Kurz nach dem Autounfall. Oder besser, dem angeblichen Autounfall? Was will Reginald Boris mit der kranken Akte meiner Mutter? Kennt er sie aus ihrer Zeit in England? Ich werde mich später darum kümmern. Erst einmal geht es um Angelina. Angelina. Hey, Fullers Laden. Da steht jemand im Schatten. Es ist Mr. Biber. Er muss etwas über die Erpressung erfahren haben und ist ausgerastet. Und da ist Angelina. Sie geht in den Laden. Das ist der Beweis. Fuller war schon tot, als Angelina am Laden angekommen ist. Boris hat beobachtet, wie Mr. Biber Fuller ermordete. Dann muss er erst Angelina und anschließend die Polizei gerufen haben. Aber wozu das Ganze? Warum hat er sie verhaften lassen? War sie ihm im Weg auf der Suche nach meiner Mutter? Oder mir? Ha! Guten Abend, Mr. Michaels. Sie! Bleiben Sie weg von mir! Das ist auf einem so kleinen Schiff schwer möglich. Meinen Sie nicht auch? Was wollen Sie von mir? Das ist alles recht kompliziert, glauben Sie mir. Aber wir werden genug Zeit haben, das alles zu klären. Wir beide werden eine kleine Reise machen. Das glaube ich kaum! Ah! Scheiße! Scheiße! Ah! Es war wirklich mutig von dir, dich mit dem Kerl einzulegen. Naja, eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Wenn du das sagst. Hauptsache, die Diskette war noch in Ordnung. Du hast mich damit gerettet. Ja. Nur schade, dass sie Boris nicht erwischt haben. Der wird schon wieder auftauchen. Ich hätte schneller zurückkommen müssen, aber mehr gab das Boot nicht her. Wir wissen immer noch nicht, was er eigentlich von uns wollte. Und wenn du jetzt alleine zurück nach England fährst, wer soll dann auf dich aufpassen? Oh, es ist lieb, dass du dir Sorgen machst. Aber ich muss zurück. Und Boris scheint eher hinter dir und deiner Mutter her gewesen zu sein, oder? Mir wird schon nichts passieren. Ich wünschte trotzdem, du würdest hierbleiben. Oder ich könnte mitkommen. Das hatten wir doch schon. Du musst hier bei deiner Mutter bleiben, bis es ihr besser geht. Und in ein paar Wochen kannst du mich besuchen. Bis dahin weiß ich dann noch mehr über dieses geheimnisvolle Willow Creek. Was? Wie meinst du das? Ich werde Nachforschungen anstellen. Über Willow Creek, über Reginald Boris,
Über die Zeit, als deine Mutter auf diesem Schloss war. Das wirst du nicht. Bleib bloß weg da. Aber ich bin doch Historikerin. Es ist mein Leben, in der Vergangenheit zu wühlen. Mach dir keine Sorgen, Darren. Ich werde dich vermissen. Und außerdem weiß ich ja, wer mich retten könnte. Darren? Mhm. Es kam gerade ein Anruf aus dem Krankenhaus. Du sollst sofort rübergehen. Meine Mom!